weitere Formation des Wissens bzw. Unwissens über die Elektrogitarre. Das Thema meines heutigen Vortrages knüpft an meinen vorherigen an, indem ich mich ja unter dem Dach der Wissensgeschichte mit Gitarrenmythen und den Kolumnen von Udo Pipper in der Zeitschrift Gitarre und Bass befasste. Nun geht es mir unter Fortführung meiner Analysen um zwei, die weniger als Gegner, denn als Antipoden zu betrachten sind. Manfred Zollner und Udo Pipper. Bei der indirekten Auseinandersetzung beider ging bereits viel Glas zu Bruch. Ja, gemeint sein können in diesem Zusammenhang selbstverständlich nur jene Glaskolben, aus denen Elektronenröhren gemacht sind. Vielleicht waren es handselektierte KT66, vielleicht aber auch New Old Stock EL84, wer weiß. Mir geht es im Folgenden um die fortsetzende Verfolgung meines medienkulturwissenschaftlichen Interesses an den Formationen des Wissens bzw. Unwissens über die Elektrogitarre und damit um Genealogien des Wissens, die stets mit Machtbeziehungen, Wahrheitsansprüchen bzw. Deutungsmacht verknüpft sind. Insofern betrachte ich Zollner und Pipper als zwei machtvolle Stimmen auf dem umkämpften Feld der Elektrogitarre. Meine These lautet, dass der Wissenschaftler und der Journalist zwar den Gegenstand ihres Interesses, die Elektrogitarre also, miteinander teilen, ihre Zugänge dazu allerdings nur wenige Schnittmengen aufweisen und sogar höchst disparat sind. Hier stießen zwei ungleiche auf in vielerlei Hinsicht miteinander unvereinbaren Ebenen aufeinander. Zollner geht in seinem Hauptwerk, also der Physik der Elektrogitarre, hart mit dem Gitarrenjournalismus und dem Produktmarketing ins Gericht. Udo Pipper machte sich infolgedessen daran, die Forschungsergebnisse des Manfred Zollner, möglicherweise aus einem Gefühl des persönlichen Beleidigtseins, man weiß es nicht, heraus, in Frage zu stellen. Im Rahmen meines Forschungsprojektes nun zu den Formationen des Wissens bzw. Unwissens über die Elektrogitarre habe ich deshalb unter anderem eine vierteilige Serie von Artikeln analysiert, die der Kolumnist in Gitarre und Bass 2015 unter dem Titel Leib und Seele als Reaktion auf Zollners Veröffentlichung seiner Physik der Elektrogitarre publiziert hat. Dies sind die vier Artikel, die hier 2015 in Folge erschienen. Ich frage im Folgenden nach zentralen Sinn- und Bedeutungsebenen sowie Argumentationsmustern Pippers in seinen Texten und interessiere mich dafür, wie er sich an Zollners Publikation abarbeitet. Die Frage lautet, wie positionierte sich 2015 der Kolumnist Pipper gegenüber dem Wissenschaftler Zollner? Dabei werde ich mich abermals auf Theorien zu Wissensgeschichte bzw. Wissenssoziologie, Popkultur und Cultural Media Studies, Sound Studies und Techno-Esoterik stützen. Mein Vortrag ist in 8 Abschnitte gegliedert. Es wird zunächst um die grundsätzliche Anlage der Kritik Pippers an Zollner gehen, dann um Experten, Laien und Dilettanten, des Weiteren um Emotionen und Vergnügungen mit und an der Elektrogitarre, um das Verhältnis von Wissenschaft und Unwissenschaft, wenn es die denn gibt, dann um Materialitäten der Elektrogitarre, darauf folgend um eine mögliche Philosophie und schließlich um eine Techno-Esoterik der Elektrogitarre. So, und das sind die beiden Antipoden. Interessant ist bereits, wie beide sich auf ihren Webseiten im Bild präsentieren. Links ist halbnah Udo Pipper zu sehen, der hier in einer leichten Untersicht beim konzentrierten Löten an einem Verstärker beschäftigt zu sein scheint. Gediegene Kleidung, Brille, grau-weißes Haar und so weiter zeigen sein fortgeschrittenes Alter und unterstreichen sein, also wie wir sehen werden, Anspruch auf Expertenschaft qua Erfahrung. Gesichtsausdruck ist ernst, der Mann ist konzentriert bei der Sache. Interessant ist die schwarz-weiß-bräunliche Farbästhetik, die entspricht wiederum sehr gut seinem Interesse an historischen Gitarren und Amps. Vintage ist für den Kolumnisten das Maß der Dinge.
Manfred Zollner, rechts hier im Bild zu sehen, präsentiert sich auf seiner Webseite ganz anders. Er ist hier stehend, von Kopf bis Fuß, also in der Halbtotalen zu sehen, und zwar in einer Outdoor-Auffahrt vor einem futuristisch anmutenden Fahrzeug mit Flügeltüren und interessanterweise GITEC-Nummernschild. Und der intermediale Verweis auf die Filmreihe Back to the Future, also Zurück in die Zukunft, von Robert Zemeckis, wird spätestens dann deutlich, wenn man sich die Kleidung des Manfred Zollner hier im Bild anschaut, mit Spülhandschuhen, Kittel, wilder weißer Perücke und so weiter. Zollner inszeniert sich auf diesem Bild durchaus selbstironisch im Stil des Mad Scientists, Doc Brown, dem Erfinder also des Fluxkompensators und Entwickler einer Zeitmaschine. Entscheidend ist, was er hier in den Händen hält, nämlich das Komplement zu dem, woran Pippa gerade arbeitet. Eine futuristisch anmutende Elektrogitarre. Das passt erstmal gut zusammen. Allerdings lautet der nächste Abschnitt meines Vortrages Verstimmungen und Misstöne. Pippas Leitfrage seiner vierteiligen Serie von Artikeln lautet wie folgt. Haben Instrumente neben dem Leib auch eine Seele? Es handelt sich also bei dieser Artikelserie um die Auseinandersetzung mit Zollners Physik der Elektrogitarre, die Pippa dann heftig kritisiert. Und das ist an diesem Zitat ganz gut ablesbar. Ich zitiere. Was man jedoch unter dem Titel Einstimmnis im Internet in Auszügen aus diesem Buch zu lesen bekommt, erzeugt bei jedem einigermaßen mündigen Leser eine Art Schockstarre. Professor Dr. Zollner zeigt sich als wütender Inquisitor, der in infantilen Metaphern und kaum zu übertreffender Zynik alles, was man bisher über Gitarren zu wissen glaubte, vom Tisch fegt. Keine Spur von Wissenschaft, sondern zynische Blödeleien, die wenig Lust drauf machen, weiterzulesen. Zitat Ende. Pippa stört sich im Folgenden an Zollners fiktionalen Figuren und Szenarien, die dieser immer wieder in seine Texte einstreut und versucht damit, dessen wissenschaftliche Redlichkeit in Frage zu stellen. In der Tat sind derartige Mischformen von Fiktionalität und Faktualität, harter Theoriearbeit bzw. Empirie und Polemik in wissenschaftlichen Publikationen eher unüblich und selten. Also Pippa stellt letztlich in diesem ersten Teil dieser Serie Zollners Werk als vertane Chance auf ein Standardwerk dar und möchte dem gegenüber seine Sichtweise der Dinge, so schreibt es, und seinen Standpunkt deutlich machen. Ich komme zum nächsten Punkt. Experten, Laien, Dilettanten. Zu seiner Selbstverortung bzw. Beschreibung schreibt Udo Pippa, objektiv keineswegs. Bin ich Experte? Wahrscheinlich nicht. An dieser Stelle hilft uns die Wissenssoziologie, deren Ziel es ist, Typen zu identifizieren und zu beschreiben, die unterschiedliche Wissensformen und Sozialformen repräsentieren. Da berufe ich mich auf Rainer Schütz-Eichel, einen Wissensforscher bzw. Wissenssoziologen. Mit Pippa und Zollner haben wir es mit zwei solcher Typen zu tun, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Da sie in grundverschiedenen Wissensfeldern und Medienumgebungen agieren. Für Schütz-Eichel ist ein Experte jemand, der bezüglich eines spezifischen Problems über ein spezialisiertes Wissen verfügt, ein Wissen, welches hinreichend klar gegliedert und hinreichend präzise ist, um eine Problemsituation analysieren und mögliche Problemlösungen abschätzen zu können. Zitat Ende. Seinen Texten ist zu entnehmen, dass Pippa viel zum Beispiel über die Produktionsjahrgänge von Verstärkern und Gitarren weiß und viel anderes natürlich noch mehr. Das von ihm offerierte Serviceangebot weist auf seine Problemlösungskompetenz hin. Er ist eher Experte als Laie, denn letzterer wird nicht für seine Tätigkeit bezahlt. Pippa verfügt über die Expertise, ökonomisch werthafte Dienstleistungen zu erbringen. Zum Beispiel Point-to-Point-Umbauten für Reissue-Amps. Die bietet er auf seiner Webseite an, neben anderen Dienstleistungen und Produkten. Außerdem wird Pippa von vielen Leuten, von vielen Lesern seiner Kolumnen in Gitarre und Bass als Experte anerkannt. Das Expertentum, schreibt Schütz-Eichel, ist eine soziale Relation. Jemand kann nur dann Experte sein, wenn er
als solcher von anderen als Experte anerkannt wird. An dieser Stelle ist es außerdem wichtig, die Figur des Experten von jener des Spezialisten abzugrenzen. Entscheidend bei dieser Unterscheidung beider ist, dass der Experte über ein größeres Deutungsmonopol über die Problemsituation verfügt. Der Experte definiert, was Sache ist. Und außerdem, Experten benötigen Öffentlichkeit, heißt es bei Schützeichel. Und an dieser Stelle ist zu sagen, dass der Autor von regelmäßig in einer landesweit erscheinenden Zeitschrift vielen an der Elektrogitarre Interessierten bekannt sein dürfte. Der dürfte vielen bekannt sein. Fraglich ist, welche Teile der Öffentlichkeit der Akademiker Zollner jenseits einer fachlich begrenzten Teilöffentlichkeit erreicht. Auf Pippa trifft des Weiteren in Teilen die Bezeichnung Dilettant zu, zumindest in technisch-physikalischen Dingen. Schließlich verfügt über keine Ausbildung in puncto Elektronik, inszeniert sich aber als praktischer Liebhaber. Ein Dilettant ist jemand, der sich an einer Sache ergötzt, der mit Leidenschaft eine Sache betreibt, ohne dafür etwas anderes oder nur wenig mehr als eine Begeisterung mitzubringen, heißt es bei Schützeichel. Pippa ist elektrotechnisch nicht geschult, aber mit Begeisterung bei der Sache. Schützeichel definiert den Dilettanten dann wie folgt. Ich zitiere. Er ist jemand, der sich nicht mit der Laien- oder Klientenrolle zufrieden gibt, sondern in seinen Tätigkeiten an den Standards der Leistungsrollen orientiert, ohne diese, aus welchen Gründen auch immer, einhalten zu können. In seiner Sehnsucht und Leidenschaft als nicht berufsförmiger Teilhaber an dem Können und dem Wissen seiner Zeit teilhaben zu können, wird er dort wahrgenommen, wo der Experte auf der einen Seite und der Laie auf der anderen Seite das Feld der Wissenspositionen unter sich aufteilen. Zitat Ende. Ein berufsförmiger Teilhaber, so wie es hier im Zitat steht, und ein Teilhaber am Gitarrendiskurs und dem daran gekoppelten Geschäft ist Pippa sehr wohl. Ja, ist er sehr wohl. Der Grad seines Könnens und Wissens, da ist hingegen umstritten. Ob seine Produkte oder Dienstleistungen etwas taugen, das vermerke ich nicht zu beurteilen. Das müssen die Leute, die technisch versiert sind, beurteilen. An besagte Standards von Leistungsrollen lässt sich der Kolumnist laut Zollner jedenfalls nicht messen. In seiner Physik der Elektrogitarre spricht der Naturwissenschaftler unverhohlen und leicht dechiffrierbar vom Flachjournalismus der Gitarrenmagazine und erwähnt eine Kolumne, das haut rein, weil der Piepenbrink ja auch noch keine Stelle hat. An anderer Stelle heißt es polemisch, da führt der Schaltungsexperte sich mit netten Worten ein. Und ich kann auch oft nicht auseinanderhalten, wann Ströme fließen und Spannungen anliegen. Macht doch nichts. Man darf trotzdem Monat für Monat über Schaltungsdetails von Röhrenverstärkern kolumnieren. Man darf das ungestüme und bis in den Bauch spürbare Vibrieren der Gitarre als Qualitätsmerkmal rühmen. Man schreibt über Relaxionseffekte bei Gitarrenkabeln, sobald man dieses Wort unfallfrei buchstabieren kann. Ein Journalist sollte Wissen vermitteln, nicht Dummheit. Zitat Ende. Insofern ist Pippa ebenso ein von seinen Lesern und Kunden anerkannter Experte, wie auch gemessen an dem Urteil eines ausgewiesenen Experten in puncto Elektrogitarre ein stark gescholtener Dilettant. Ich komme zu meinem nächsten Punkt, dem Punkt 3. Und da geht es um lächelnde Fuzzfaces, Emotionen und Vergnügungen. Pippa beschreibt seinen Zugang zur Elektrogitarre und ihren Sounds wie folgt. Vielmehr ist guter Klang für mich eine Quelle für gute Laune, positive Energie und Spaß. Es macht Spaß, gute Klänge zu hören. Es ist eine Zerstreuung, mehr nicht. Oder eine Leidenschaft. An dieser Stelle zeigt sich erneut, dass es sich bei den Kolumnen Pippas um eine spezifische Form des Gitarrenpop handelt, der nicht hör-, aber lesbar ist, leicht und zwanglos zugänglich, unterhaltsam, selbstreferenziell, vielfach nachgefragt und vergnüglich. In meinem ersten Vortrag zum Thema sprach ich bereits darüber. Mit guter Laune und Spaß als Zugang zu Soundphänomenen benennt Pippa zudem die wichtige emotionale Dimension der Kultur der Elektrogitarre. Oliver Marchert schreibt unter Rekurs auf Raymond Williams, Zitat, Kultur ist durchzogen von Gefühlsstrukturen, von Structures of Feeling,
die die Alltagserfahrung einer Gemeinschaft miteinander verbinden. Unter einer Gefühlsstruktur kann man sich die gelebte innere Erfahrung einer umfassenden Lebensweise vorstellen. Zitat Ende. Was kann das alles sein? Das können begeisterte Gefühlsausbrüche beim Spielen über einen Verstärker im Proberaum in Gemeinschaft mit dem Bandkollegen sein. Die Freude beim Testen eines online bestellten und jüngst zu Hause eingetroffenen Effektgerätes. Vielleicht wird dann auch noch ein Unboxing-Video gleich gemacht. Oder eben die gefühlsbeladenen Soundbeschreibungen des Kolumnisten Udo Pipper. Bei der Beschäftigung mit Gitarrensounds bedient sich der Kolumnist eines relativ breit gefächerten Gefühlsvokabulars und prägt aufgrund seiner machtvollen Sprecherposition die deutschsprachige Kultur der Elektrogitarre. Derartig emotionale Äußerungen erscheinen einerseits als historisierbar, kulturell variabel und kontextualisierungsbedürftig und andererseits als wirkmächtige und erklärende Variablen für popgeschichtliche Zusammenhänge, schreibt Henning Wellmann in seinem Beitrag zur Pop- und Emotionsgeschichte. Das Studium einer Publikation wie G&B gibt insofern darüber Aufschluss, was zu welcher Zeit im Gitarrendiskurs wie emotional besetzt war und welche Worte die darin Publizierenden entsprechend dafür fanden. Schrieb Pipper 2015 in besagter Artikelserie über die mythenstarke 1959er Les Paul mit dem Namen Gladys. Sie habe ungeahnt durchlässig und offen geklungen, was unglaublich mitreißend gewesen sei. So wird ein anderer Kolumnist im Jahr 2062, vielleicht anlässlich des dann zu begehenden Marshall-Jubiläums, schreiben, die Röhrenverstärker dieser Marke hätten einst brutale Lautstärken produziert, die Gitarristen hätten diese bleischweren Kästen tatsächlich transportiert und zwar mit selbst gesteuerten Automobilen und dann ihre Wohnungen damit angefüllt. Ein Marshall-Turm einfach nur zu besitzen, sei unpraktisch, aber für viele Gitarristen erstaunlicherweise herzerwärmend und bedeutsam gewesen. Mein fiktionales Beispiel zeigt, das jeweilige Gefühlsvokabular unterliegt einer Historizität und ist bedingt durch kulturelle Kontexte. So gibt es zu verschiedenen Zeiten und Kulturen variable Vorstellungen von Emotionalität, die sich in entsprechendem Gefühlsvokabular manifestieren und auf gänzlich unterschiedliche Annahmen von Leib-Seele-Verhältnissen und Gefühlstopologien beruhen können, schreibt Herzfeld-Schild hier im Handbuch Sound. In seiner Leib- und Seele-Serie spricht sich Pipper für einen eben solchen emotionalen Zugang aus und versucht diesen gegen den wissenschaftlich-physikalischen Zöllners in Stellung zu bringen. Im zweiten Teil seiner Leib- und Seele-Serie schreibt er, offenbar sind jedoch für viele Gitarristen E-Gitarren so stark besetzt, dass sich diese Beziehungen nun mal nicht auf reine Physik beschränken lassen. Man liebt sie, man streichelt sie, man hängt an ihnen, trauert ihnen nach, vermisst sie, glorifiziert sie in Erinnerung und glorifiziert schließlich ein Stück Holz mit etwas Hardware und Elektronik drauf. Zitat Ende. An diesem Zitat lässt sich sehr gut das seismografische Vermögen des Kolumnisten ablesen, den Gefühlshaushalt vieler Gitarristen in Worte zu fassen. Von der diffusen inneren Zuneigung namens Liebe bis zu haptischen Erlebnissen, womöglich mit libidinösen Anklängen. Die Gitarre ist schließlich feminin und viele Elektrogitarren haben sehr weibliche Formen. Man denke an Man Rays Fotografie, Violon d'Angre, aus dem Jahr 1924, eine sehr berühmte Fotografie aus den 20er Jahren. Darüber hinaus beschreibt Pipper die Gefühle, sie nicht hergeben zu wollen, womöglich in einer wirtschaftlichen Notlage verkauften Gitarren hingegen nachzutrauern und so weiter. Eine derartig emotionale Form der Bedeutungsproduktion vermag die Physik nicht zu leisten. Und das will sie auch nicht. Hinzu kommt die Tatsache, dass auch die schriftsprachlichen Emotionsäußerungen in besagten Kolumnen neben der Bedeutungs- und Sinnproduktion mit Wertungen und Verortungen in größere Zusammenhänge verbunden sind.
Pippa macht flüchtige Sounderlebnisse greifbar und sich damit zum Agenten von Klangpraktiken, der mit seinen emotionalen Miniaturen und Soundbeschreibungen nicht nur ein Teil der Kultur der Elektrogitarre ist, sondern diese entscheidend mitprägt. Ich komme zum nächsten Abschnitt, Wissenschaften bzw. Unwissenschaften. Pippa warnt seine Leserinnen und Leser vor einer Verwissenschaftlichung des Gegenstands Elektrogitarre und schreibt, was machen wir denn mit den Typen und Originalen der Szene, die dafür sorgen, dass nicht alles wissenschaftlich determiniert ist. Die Analyse von Starkonzepten, Jeff Beck oder Jimi Hendrix und anderen Personengruppen, Gitarrenhändler, Sammler und so weiter, lässt Zollner bei seinen Forschungen selbstverständlich außer Acht. Der Vorwurf Pippas läuft an dieser Stelle insofern ins Leere, da es sich ja bei Stars, Typen, Personen und so weiter um Menschen handelt, die zur Ökonomie und Kultur der Elektrogitarre gehören und dementsprechend mit den entsprechenden Mitteln zu erforschen sind. Zollner hingegen ist mit dem Ziel des naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinns angetreten. Einen holistischen Anspruch, das Phänomen Elektrogitarre allumfassend zu erforschen, hat er ebenso wenig formuliert wie einen aus heutiger Sicht naiven Alleinvertretungsanspruch des Physikers auf die eine reine Wahrheit. Pippa unterstellt Zollner zu Unrecht einen solchen Alleinvertretungsanspruch. Was Pippa in seiner Auseinandersetzung mit Zollner allerdings zu Recht indirekt anmahnt, ist eine disziplinäre Weitung der Perspektive auf den Gegenstand Elektrogitarre. Er schreibt, die Beschreibung von Qualitäten meidet der Physiker. Man kann unmöglich in Messdaten Klänge beschreiben. Was er hier indirekt anspricht, ist der Unterschied zwischen Klangbeschreibungen, die kulturelle Phänomene ja darstellen, und naturwissenschaftlichen Zugängen zum Gegenstand Elektrogitarre. Ich denke ja, dass Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft hier bei der Erforschung der Elektrogitarre und ihren kulturellen Kontexten Hand in Hand gehen sollten. Hierzu schreiben Klein und Rietschel, entscheidend ist aus der unendlichen Menge naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinns das kulturell relevante und bedeutsame Wissen auszuwählen. Hierbei ist das Problem zu überwinden, dass im allgemeinen Verständnis auch der meisten Naturwissenschaftler, die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse keine wesentliche kulturelle Bedeutung besitzen. Zitat Ende. An dieser Stelle wird erneut der Zusammenhang von Macht bzw. Ohnmacht und Wissen deutlich. Im Spezialdiskurs der Physik oder Ingenieurswissenschaften unter großen Mühen erarbeitetes Wissen erzielt keineswegs im Diskursfeld Elektrogitarre jene Aufmerksamkeit, die Wissenschaftler gerne hätten. Über lange Zeiträume verfestigte Annahmen, Spekulationen, Mythen auch, denen hatte ich mich ja auch im letzten Vortrag gewidmet, und Aufmerksamkeitshürden stehen der Verbreitung und Durchsetzung von belastbaren Wissensvorräten allzu häufig entgegen. So viel dazu. Ich komme zu meinem nächsten Punkt. Punkt 5, Holz, Draht, Pappe, Materialitäten. Pippa nimmt sich in seiner Leib- und Seele-Serie ein wichtiges empirisches Feld Zollners vor und arbeitet sich daran ab. Die Frage nach dem Einfluss des Holzes auf den Sound der Elektrogitarre. An dieser Stelle sei an ein zentrales Forschungsergebnis erinnert. Auf dem Holzweg sieht Zollner all jene, die den Einfluss des Holzes einer Elektrogitarre auf ihren Sound für besonders wichtig erachten. Er schreibt, der Korpus hat bei kurzgespielten Tönen so gut wie keinen Einfluss auf den E-Klang. Bei länger ausgehaltenen Tönen ist bei Massivgitarren ebenfalls fast kein Einfluss feststellbar. Zitat Ende. Der Kolumnist führt dagegen seine persönlichen Erfahrungen sowie jene von Musikern ins Feld und stellt zum Beispiel im Kontext eines Versuches mit drei baugleichen Les Pauls bezüglich einer fest, ganz egal, welche Teile man auf diese Gitarre baute, sie klang stets außergewöhnlich gut. Man konnte ihren Klangcharakter ändern, nicht aber ihre Seele. Zitat Ende. Und hier wird deutlich, dass also hier mit der Materialität Holz hier der Kolumnist auch so etwas wie die Seele des Instruments verbindet.
Und es geht weiter mit Aussagen von Pippa zum Holz. Hier nur ganz kurz, am Ende dieses Zitats heißt es, das Holz spielt offenbar doch eine Rolle. Dann ein längeres Zitat am Ende auch wieder, dass das Holz sogar eine ganz entscheidende Rolle für die Klangergebnisse einer E-Gitarre spielt, heißt es hier am Ende. Und in diesem letzten Zitat, natürlich gibt es einen Mahagoni-Sound, schreibt Pippa. Diese Aussagen stehen den wissenschaftlichen Erkenntnissen Zöllners entgegen. Pippa führt vielmehr tradierte Vorstellungen über Soundeigenschaften von Materialitäten ins Feld, die unter Gitarristen, in Sammlerkreisen, in Bands und von Musikalienhändlern seit langer Zeit angenommen und entsprechend fortgeschrieben wurden und sich somit in der Vorstellung vieler verfestigt haben. Pippa bündelt derlei Annahmen über vermeintliche Soundcharakteristika dann von bestimmten Materialien in seinen Texten. Verbindungslinien zwischen unter anderem optischen Eigenschaften und vermeintlichen Soundeigenschaften zu ziehen, ist ein ebenso naheliegendes wie auch einfaches und etabliertes Muster in der Kultur der Elektrogitarre. Rebecca Wolf schreibt dazu im Handbuch Sound, Zitat, wir projizieren Eigenschaften auf materielle Gegenstände. Ähnliches mag bei der Wahrnehmung und danach bei der Einschätzung von Sound geschehen. Selten hören wir analytisch das Schwingungsverhalten, die Obertonstruktur, den Einschwingvorgang. Vielmehr geht es um Relationen, Dynamik, die Umgebung, den visuellen Eindruck, natürlich um Hörgewohnheiten, um Konzepte und Normen. Zitat Ende. Für problematisch halte ich es, dass Pippa die von ihm selbst tradierten und verfestigten vermeintlichen Eigenschaften des Holzes gegen die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse Zöllners zu verteidigen sucht. Dadurch, dass er diese nicht anerkennen mag und dies auf breiter publizistischer Basis öffentlich tut, steht er dem epistemologischen Fortschritt in Sachen Elektrogitarre entgegen. Indes diese naturwissenschaftlich belastbaren Erkenntnisse sagen wenig bis gar nichts über die Bedeutungsbildung im Kontext der Kultur der Elektrogitarre aus, in der dieses Instrument ja auch als Symbol, als Fetisch, als Sammel- oder Investitionsobjekt betrachtet wird und eine Rolle spielt. Ebenso wenig sagt es etwas über die Zirkulation von eben Unwissen oder auch Mythen aus. Die Materialitäten der Elektrogitarre sind stark eben mit Bedeutung aufgeladen, worüber sich ja auch Zöllner im einleitenden Kapitel seiner Physik der Elektrogitarre lustig macht. Zitat, die Seele des Holzes offenbart sich dem Suchenden allerdings nicht a prima vista. Da bedarf es vieler Seancen, in denen der Geist die Materie durchdringt. Da muss auf viel Holz geklopft werden. Da muss eine Stimmgabel an den Massivkorpus einer Stratocaster gehalten werden, zumindest in der Fender-Werbung. Da ist eine jahrelange Gehörschulung erforderlich. Zitat Ende. Zöllner macht sie dieser Passage über die Konzepte Transzendenz und Spiritualität bei der Bestimmung des Holzeinflusses auf den Sound lustig. Erkennbar an den Begriffen Seele und Seancen. Wie wir später sehen werden, ist diese Einordnung vollkommen gerechtfertigt. Die Holzthematik im Besonderen betrifft die mit der Soundgenerierung vorhandenen Materialitäten im Allgemeinen und fällt damit auch in das Arbeitsfeld der sogenannten Sound Studies. Und die schreiben über Materialität. Materialität wird das Konzept genannt, das das Thema des Dingseins umkreist. Gebrauch und Wahrnehmung von Objekten spielen hier eine wichtige Rolle, schreibt Rebecca Wolf. Und des Weiteren über Musikinstrumente. Musikinstrumente und etwas allgemeiner Klangobjekte stehen in zweierlei Hinsicht mit Konzepten der materiellen Kultur in Zusammenhang. Zunächst ist das Material zentral, das eine wichtige Rolle für den Klang selbst spielt und das auch auf weitere sinnliche Erfahrungsebenen wie Haptik und Taktilität einwirkt. Was Zöllner erforscht hat, das spielt hier schon rein in diesen ersten Teil des Zitats. Er stellt das zum Teil in Frage. Es geht weiter. Auf der anderen Seite nehmen sie Einfluss auf die Materialität der Musik.
Kulturelle Tradierungen spielen mithilfe der Objekte in die Ephemere, also flüchtige Kunst, hinein, beeinflussen diese durch ihre Gegenständlichkeit, geben Spiel- und Kompositionsweisen vor und eröffnen das Wechselspiel von aktueller Performance und Historie. Ende des langen Zitats. Die diesem Zitat genannten Erfahrungsebenen, Haptik und Taktilität, also den Tastsinn betreffend, verweisen darauf, wie sich ein Instrument anfühlt. Ist der Hals dick lackiert, naturbelassen, lediglich poliert und so weiter. Was Wolf in dem Zitat zur materiellen Kultur an dieser Stelle nicht nennt, ist die sinnliche Ebene der Optik. Und wir alle wissen, es macht doch einen großen Unterschied, in welcher Custom Color die Stratocaster vor dem nicht mehr ganz so flachen Bauch des Gitarristen hängt. Im zweiten Teil des Zitats nennt Wolf den Einfluss der Materialitäten auf die Musik selbst. In puncto der kulturellen Tradierungen, also Überlieferungen, zu denken, ist hierbei an Musikstile und Gattungen, die von Gitarristen mit bestimmten Gitarrenmodellen, Verstärkern, Effekten und so weiter in Verbindung gebracht werden. So assoziieren viele mit Country die Fender Telecaster, mit Surf Sounds, Fender Reverb Units und so weiter. Die Instrumente geben Spiel- und Kompositionsweisen vor. Sie bedingen Kultur und sind damit Medien par excellence. Der von Wolf am Ende des Zitats schließlich genannte Zusammenhang von Performance und Historie wird an folgender Stelle deutlich. Je nach Gitarrenmodell und dessen zeitlicher Verortung in der Geschichte der Elektrogitarre fordern die Instrumente die Spielerinnen und Spieler geradezu dazu heraus, einschlägige Riffs und Melodien aus der Pop-Historie auf ihnen zu spielen. Ich denke da, also wenn ich eine Gibson SG mit P90 bestückt sehe und einfacher Brücke Wraparound Bridge, dann denke ich automatisch an Pete Townsend und an das Isle of Wight Festival und möchte dann Pinball Wizard darauf spielen. Ich komme zu meinem nächsten Punkt, zur Philosophie der Elektrogitarre. In einer Folge seiner Serie, seiner vierteiligen Serie, will sich der Autor Pipper will sich dem Thema Physik der E-Gitarre philosophisch nähern. Pipper macht sich in der dritten Folge seiner Serie unter anderem Gedanken zum Konzept des Masterbuilders bei Fender. Mit dem Prinzip Masterbuild verknüpft ist ja das Versprechen, den Instrumenten qua Handwerk die oder eine persönliche Handschrift des Masters zu geben. Handschrift des Masters nennt Pipper das. Das finde ich ist gut ausgedrückt. Pipper verweist hier leider theorielos auf eine wichtige Marketingidee einiger Gitarrenhersteller, die oft und gern von den großen zwei Fender und Gibson beschworene Handschrift lässt sich meines Erachtens mit Alexandre Astruc und Walter Benjamin fassen, das heißt mit dem aus der Filmwissenschaft bekannten Aufsatz zur Begründung der Autorentheorie aus dem Jahr 1948 und dem einschlägigen Text Walter Benjamins zum Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit aus dem Jahr 1936. Alexandre Astruc ging in seinem Artikel Naissance du Nouvel Avantgarde, la Caméra Stylo davon aus, dass der Filmemacher die von ihm sogenannte Caméra Stylo analog zum Griffel des Schriftstellers einsetzt und somit dem Film seine persönliche Handschrift gibt. Dies unterscheide den an seinen Werken wiedererkennbaren Autorenfilmer und seine künstlerischen Hervorbringungen von kulturindustriellen Massenprodukten. Gemeint sind zum Beispiel allzu häufig als nur kommerziell gegeißelte Genrefilme. Der Masterbilder ist als entfernter Verwandter des Autorenfilmers zu sehen. Er fügt dem Industrieprodukt Elektrogitarre in der Werkstatt eines Custom-Shops durch handwerkliche Meisterschaft und ganz individuelle Markierungen in Form von Dings, Dongs, dem Aging und schließlich seiner Unterschrift etwas Persönliches hinzu.
diese persönliche Handschrift, diese Aufladung mit Star Appeal ja auch, denn einige Masterbilder verfügen mittlerweile selbst über einen Star-Status, unterstreicht die Aufladung der als Masterbild gekennzeichneten Custom-Shop-Instrumente als Klangkunstwerke mit ganz individueller Prägung. Mit Benjamin wiederum kann das Label Masterbild als Reauratisierung des theoretisch für alle verfügbaren Massenprodukts Elektrogitarre gesehen werden. Denn, wir erinnern uns, die Aura des echten und einmaligen Kunstwerks drohte ja laut Benjamin im Zuge seiner technisch-medialen Reproduktion verloren zu gehen, so die oft zitierte These des Autors. Im Zuge der technischen Reproduktion immer gleicher industriell hergestellter Gitarrenmodelle, Strat, Tele und so weiter aus der sogenannten Golden Era der 50er und 60er Jahre, verkommt auch der im Custom Shop seriell reproduzierte Mythos zur Massenware. Das gehobene Preissegment des Custom Shops verlangt nach noch feineren monetarisierbaren Differenzierungen des Angebots. Das Surplus Masterbild wiederum steht für eine Reauratisierung durch Personalisierung. Der Handwerker Star sorgt mit seiner Unterschrift auf dem Instrument für die Gewissheit, etwas ganz Besonderes, ja das Höchste in den Händen zu halten, was die Elektro-Gitarrenbaukunst zu bieten hat. Der Kulturwert dieser raren Elektro-Gitarren nimmt dabei ab. Kaum jemand nimmt sie mit auf eine Bühne. Ihr Ausstellungswert aber steigt. Die Möglichkeit zur kontemplativen Versenkung bei ihrer Betrachtung ist gegeben. Ein unterschriebenes und nummeriertes Zertifikat und allerlei Case Candy gibt es obendrein noch dazu. Den gesteigerten Ausstellungswert solcher Elektrogitarren belegen die Fotostrecken in der Zeitschrift Grand Guitars, in denen die Instrumente wie Kunstwerke im Museum präsentiert werden und weniger live in Action, was ja ursprünglich einmal ihre Bestimmung war. Wer es exklusiv mag, wird mit originären Gitarrenkunstwerken versorgt. Natürlich auch von Gibson, zum Beispiel dort von der Abteilung Murphy Lab, der Spezialabteilung des Gibson Custom Shops. Gut verdienende Männer im gesetzten Alter danken es den Anbietern und verwahren derartige Instrumente in den Musikzimmern ihrer Einfamilienhäuser. Und damit komme ich zu meinem vorletzten Punkt, zur Esoterik der Elektrogitarre. Um den Wissenschaftler Zollner zu widerlegen, verweist Pipper auf andere, weitaus berühmtere Wissenschaftler und zitiert diese. So schreibt er: Schon Albert Einstein sagte einst, jede Wissenschaft stammt aus der Erfahrung und mündet in ihr. Zitat Ende. Pipper paraphrasiert hier die Geistesgröße Albert Einstein mehr, als dass er sie zitiert. Das muss er auch nicht, da es sich ja bei seinen Texten um journalistische und keine wissenschaftlichen handelt. Das korrekte Zitat erschien in einer Sammlung von Texten des Physikers unter dem Titel Mein Weltbild. Im Kapitel zur Methodik der theoretischen Physik setzt sich der Nobelpreisträger mit der Beziehung des theoretischen Inhalts zur Gesamtheit der Erfahrungstatsachen auseinander. Es geht ihm darin um das Verhältnis von Empirie und Ratio. Die komplette Textpassage lautet wie folgt. Zitat. Durch bloßes logisches Denken vermögen wir keinerlei Wissen über die Erfahrungswelt zu erlangen. Alles Wissen über die Wirklichkeit geht von der Erfahrung aus und mündet in ihr. Hier ist der Bezug, ne, bei Pipper. Rein logisch gewonnene Sätze sind mit Rücksicht auf das Reale völlig leer. Durch diese Erkenntnis und insbesondere dadurch, dass er sie der wissenschaftlichen Welt einhämmerte, ist Galilei der Vater der modernen Physik, ja, der modernen Naturwissenschaft überhaupt geworden. Zitat Ende. An dieser Stelle wird deutlich, dass der Kolumnist das Zitat aus dem Zusammenhang gerissen hat, um es für seine argumentativen Zwecke umzudeuten. Während es bei Einstein um das Verhältnis von Empirie und Ratio bzw. Theorie geht, nutzt Pipper das Zitat als vermeintlichen Beleg dafür, dass die Erfahrungen, hier ist der Erfahrungsbegriff wieder wichtig, dass die Erfahrungen geschulter Hörer von Sounds der Elektrogitarre den Forschungsergebnissen des Physikers
mindestens ebenbürtig sein. An einer Stelle heißt es bei ihm, wer hat nun recht, ein erfahrener Profimusiker oder ein erfahrener Physiker? Forschungsergebnisse sind aber nicht gleichzusetzen mit den subjektiven Erfahrungen eines Elektrogitarren-Trocken ohne Verstärker hörenden Carl Verheyen oder eines Parts kombinierenden und dann Gitarren-Sounds vergleichenden Jeff Beck. Das sind die Beispiele, die Pippa hier bringt. Der Argumentationsstrang läuft ins Leere. Bei dieser Art des selektiven Zitierens handelt es sich zudem um die Strategie des sogenannten Denialism, eine Form des Infragestellens und sogar Leugnens von wissenschaftlichen Erkenntnissen. So heißt es bei Pippa des Weiteren, ja, sogar die zunächst als logisch erscheinenden physikalischen Messstudien erweisen sich als vollkommen falsch. An anderer Stelle wiederum heißt es etwas kleinlaut und widersprüchlich, Messdaten sind nun mal ein gewichtiges Argument. Neuere Forschungen mögen die Ergebnisse Zöllners in Frage stellen oder widerlegen. Noch ist dies nicht der Fall. Durch bloßes Probieren erlangtes Erfahrungswissen beim Hören von Sounds und wissenschaftlich erarbeitetes Wissen über den Einfluss von bestimmten Materialien auf Sounds sind kategorial grundverschieden. Pippa beruft sich neben Einstein noch auf weitere bekannte Persönlichkeiten, wie die Hi-Fi-Größe Amar Bose, sowie, hier heißt es bei Pippa, Professor Hans-Peter Dürr vom Max-Planck-Institut für Physik in München. Seines Zeichens ja Träger des alternativen Nobelpreises 1987, Kern- und Teilchenphysiker. Und dessen Worte gibt Pippa auch ohne Beleg wieder, und zwar wie folgt. Da haben wir nun ein Ding. Und dann zerhacken wir es in immer kleinere Teile und sehen, dass da immer noch mehr ist, was man wieder zerhacken könnte und so fort. Zum Schluss stehen wir dann vor einem einzelnen Atom und finden nichts mehr vom Wesen des ursprünglichen Gegenstands. Dazu direkt der Pippersche Kommentar, zerhackter Leib und doch keine Spur von Seele. Und dieses Zitat nutzt Pippa, um seinen in den vier Leib- und Seele-Texten den naturwissenschaftlichen Zugängen zum Thema gemachten Vorwurf des Reduktionismus zu untermauern. Sein Vorwurf ist einer, der auf Reduktionismus abzielt. Am Ende der Serie, also ganz am Ende, heißt es dann wie folgt: Die bisherige Physik der Elektrogitarre ist meiner Meinung nach falsch und unzureichend, da sie sich nicht nur reduktionistischer Methoden bedient, sondern das Thema auf ein paar mathematische Daten begrenzen möchte. Physik und Klang, das verträgt sich offenbar nicht so gut. Zitat Ende. Pippa verfährt nach einer paradoxen Strategie. Um den Akademiker Zöllner zu widerlegen, bedient er sich akademischer Referenzen. Allerdings ohne sich tiefergehend mit diesen zu befassen. Hatte ich im ersten Vortrag auch schon was zugesagt. Der Kolumnist ist innerhalb der Kultur der Elektrogitarre einer, dessen Sinnhorizonte und Argumentationsweisen techno-esoterisch gefärbt sind. So lautet meine These. Im Folgenden berufe ich mich in diesem Zusammenhang auf das aktuelle Werk von Niels Menzler mit dem Titel Techno-Esoterik in der säkularisierten Moderne, Überzeugungsstrategien, Apparate und die Formung des modernen Subjekts. Was ist laut Menzler moderne Esoterik? Esoterik erscheint, sagt er, erscheint uns als eine dynamische Konfiguration. Esoterische Phänomene vereinen gewisse Spezifika wie Gnosis, das ist das Verlangen nach Erkenntnis, die Weitergabe von Wissen durch Meister und Schüler, damit verknüpft ein Expertentum, aber auch die Figur des Gurus, dann Transformationserfahrung, da geht es um Optimierung und Selbstverbesserung. Aber das, was esoterisch ist, vererbt sich auch diskursiv. So ergibt sich das inzwischen enorm weite Angebot auf dem Esoterikmarkt. Charakteristika und Traditionslinien in den neuesten Erscheinungen herauszuarbeiten, wird die Aufgabe dieser Arbeit sein. Der Begriff Esoterik steht dabei im paradoxen Widerspruch dazu, dass sie ja Verbreitung sucht, also auch eigentlich exoterisch ist, auf ein Außen bezogen und damit die Öffentlichkeit sucht. In der Publizistik Pippers habe ich erstaunlich viele Spuren esoterischen Denkens entdeckt. Angesichts der Gegenstände seines Interesses, Verstärker, Effekte, Gitarren und so weiter, geht es mir deshalb im Folgenden um die medienapparative Seite moderner Esoterik.
Erstaunlich viele, wenn auch längst nicht alle, der von Menzler herausgearbeiteten Charakteristika moderner Technologie-Esoterik finden sich bei Pippa wieder. Einige Zitate aus der Leib- und Seele-Serie belegen techno-esoterische Tendenzen in seinen Texten. Wir erinnern uns an seine Leitfrage. Haben Instrument neben dem Leib auch eine Seele? Und das ist schon sehr innenbezogen. Dann wünscht er, in friedlicher Koexistenz Klangphänomene zu untersuchen und sagt des Weiteren, wir werden Zollners Messdiagramme genauso diskutieren wie Neurophilosophie oder wilde Voodoo-Theorien. An diesem kurzen Zitat wird Pippas esoterische Tendenz zum Synkretismus, zum Zusammenschließen und Verknüpfen verschiedenster Glaubenslehren deutlich. Hier wird vieles zusammengebracht, das nicht zusammengehört. Des Weiteren spricht der Kolumnist sich für vermeintlich friedliebendere Esoteriker, also als Zollner, aus und relativiert dann aber auch seine Aussage umgehend. Sind die Esoteriker meist schon friedlicher? Spaß beiseite. Und des Weiteren heißt es hier, auch wenn das oft mit Religion oder Voodoo, also der nach Sounds Suchenden, abgetan wird, kümmern sich diese Liebhaber eben wenig um logische, wissenschaftliche Argumente. Ein angesichts des Vorwurfs des Reduktionismus gegenüber Zollner bei Pippa gegebenes Charakteristikum moderner Techno-Esoterik ist der Holismus. Holismus, die Ganzheitlichkeit. Dabei handelt es sich um ein esoterisches Weltbild, das davon ausgeht, dass die Wirklichkeit nicht in einzelne, diskrete, voneinander unabhängige Teile zerlegbar ist, sondern dass alles Wirkliche einen gemeinsamen großen Organismus bildet. Zitat Ende. Damit verbunden ist die Vorstellung von Emergenz, also die Ansicht, aus dem Zusammenspiel von einzelnen Teilen könne etwas entstehen, das nicht in den Einzelteilen angelegt ist. Diesen Holismus hält Pippa Zollner entgegen und etabliert damit ein Weltbild, welches behauptet, die Wissenschaft könne das Phänomen Elektrogitarre eben nicht umfassend erklären. Die unbelegten Zitate von Einstein, Bose, Dürr wiederum zeigen, dass Pippa eine Art von Pseudowissenschaft betreibt, also sich für wissenschaftlich ausgibt, ohne es wirklich zu sein. Solche pseudowissenschaftlichen Argumentationsweisen sind gekennzeichnet durch das Fehlen genauer Quellenbelege und vage Andeutungen auf Literatur. Pseudowissenschaftler verfügen über ein eigenes, oftmals selbst geschaffenes Vokabular. Bei Pippa zum Beispiel die sogenannte Marshallkralle. Finde ich eigentlich ganz gut, den Ausdruck. Ebenfalls genügt moderne Esoterik scheinbar Rationalitätsansprüchen, indem sie wissenschaftlich-technisch auftritt. So spricht Pippa im dritten Teil seiner Leib- und Seele-Serie von vermeintlich einfacher und stets reduktionistischer Hypothesenbildung sowie von einer semantischen Falle. Nur unter dem bedeutungsschwer fettgesetzten Begriff oder unter der Überschrift die semantische Falle äußert Pippa dann die durchaus berechtigte und auch lange gut erforschte Kritik an der mangelnden Aussagekraft von Notenwerten und Längen sowie sprachlicher Beschreibungen von Musik. Gemeint ist letztlich hier die Inkompatibilität zwischen klassischer Musikanalyse und Popmusik, um es mit Seyfert zu sagen. Rolf Grossmann sieht in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit einer Klangschriftlichkeit. Was soll das sein? Verstanden als eine medientechnische Schrift des Schalls, welche die kulturelle Normierung nicht in der Symbolstruktur der Zeichen selbst, sondern in den technischen Dispositiven ihres Gebrauchs mit sich trägt. Zitat Ende. Das heißt, Grossmann spricht sich für eine Erforschung von Popmusik als Hör, aber nur bedingt Notierbares aus, für deren Fassbarkeit die Mittel und Konstellationen zu ihrer technischen Produktion bzw. Reproduktion zu berücksichtigen sind. Also Pickups, Verstärker, Mikros, alles. Im Sinne einer Technologie-Esoterik der Elektrogitarre lädt Pippa technische Aspekte spirituell auf. Wenn er zum Beispiel technische Bauteile von Verstärkern oder Gitarren ohne
Belege zu entscheidenden Faktoren bei der Soundformung oder dessen Verbesserung erklärt. Hierbei geht er nicht so weit wie die von Menzler beschriebenen Esoteriker, die profitlich lächelnd Elektrosmog, Blocker und Aqua-Joints anpreisen. Seine Ausführung zu einer möglichen Verbesserung von Gitarrensounds durch das Umdrehen von Sicherung oder womit auch immer, gehen aber in eine ähnliche Richtung. Der mediennostalgische Kolumnist idealisiert zudem die in seinen Augen guten technischen Geräte, nämlich die alten oder in alter Bauweise handwired hergestellten. Darüber sprach ich auch schon im letzten Vortrag über handwired. Auch dies entspricht einer techno-esoterischen Denkweise. Diejenige Technik, die zum Industriekomplex gehört, wird dagegen als dunkle Bedrohung empfunden, die es zu besiegen gelte, heißt es bei Menzler. Pipper stellt sich gegen jene automatisiert platinenbasierte Technologie, indem er eben diese Umbauten auf das sogenannte Handwired-Prinzip, auf die Handwired-Konstruktionsweise von Amps anbietet. Die damit verbundenen Bedeutungsaufladungen wiegen schwer. Derlei Umbauten verheißen einen weiteren Schritt auf dem spirituellen Weg zum perfekten Sound. Seine publizistische Macht, gepaart mit seinen kommerziellen Angeboten, also Geräte, Verstärker und Dienstleistungen, machen ihn in gewissem Maße auch zu einem Elektro-Gitarren-Guru. Gurus sind Figuren, die mit der Aura ihrer Person für die Glaubhaftigkeit einer Lehre einstehen sollen, sagt Menzler. Für die Anhänger des Gurus gehört die Verheißung dazu, an einer Art von Geheimwissen teilhaben zu dürfen. Gurus wissen übrigens auch, wie Spiritualität zu Geld zu machen ist. Die Zusammenfassung Menzlers der Charakteristika moderner Esoterik ist auch im Hinblick auf Pippers Publizistik aufschlussreich. Die Zusammenfassung, ich zitiere, da genannt werden Ich-Bezogenheit, das sind die bei Pipper Subjektivismen, persönliche Erfahrung, dann Kommerzialisierung, da sind es die Produkte und Dienstleistungen, Technikgläubigkeit bei gleichzeitiger paradoxer Zivilisationsskepsis, hier wird das Platine-Bauprinzip gegen Handwired gestellt. Wissen statt Glauben, dazu unten später mehr, dann der Anschluss an moderne Rationalitätsanforderungen, das ist der wissenschaftliche Fachjargon, den er hier immer einfließen lässt, und der Glaube an die Gestaltbarkeit des Lebens, Selbstoptimierung und Ermächtigung. Da geht es stets um die Optimierung von Sounds. Wissen statt Glauben ist eines der zentralen Merkmale moderner Esoterik, schreibt Menzler hier in der Mitte. In ihr verbinden sich Wissensgewinnung mittels neuzeitlicher Rationalität, technischer Messinstrumente, mehr Instrumente als Messen bei Pipper, gnostischer Erfahrung, also das Verlangen nach Erkenntnis und Initiation durch Meisterfiguren. Und damit bin ich angekommen bei meiner Zusammenfassung. Damit positioniert sich Pipper gegenüber Zollner und anderen Wissenschaftlern wie folgt. Er stellt Emotionalität und Vergnügen gegen Rationalität, Erfahrung gegen Empirie, Holismus gegen einen vermeintlichen, von ihm behaupteten Reduktionismus. Er stellt einen Synkretismus vieler Ansätze und Glaubenslehren gegen die Physik. Er stellt Subjektivität gegen Objektivität. Zusammenfassend enthält die Publizistik Pippers folgende Ingredienzien, also Spuren techno-esoterischen Denkens, ganz viel Popkulturelles zu Stars zum Beispiel, rein Technisches, eine Vintage-Apologetik, viel Persönliches rund um und um mit der Elektrogitarre, Seismografisches zur Kultur der Elektrogitarre, Produktpräsentationen, pseudowissenschaftliche Bezugnahmen, Eigenwerbung und möglicherweise noch viel mehr. Die Antipoden Zollner und Pipper einigt nicht mehr als das gemeinsame Interesse an der Elektrogitarre. Ihre Zugänge zum Thema könnten kaum verschiedener sein. Beenden möchte ich meinen Vortrag mit einem Plädoyer für eine Kulturwissenschaft der Elektrogitarre, die technisch naturwissenschaftliches Wissen einholt und für sich nutzt. Schließlich möchte ich noch auf die von mir verwendete Literatur verweisen, angefangen bei Astrück und enden bei Zollner. Und dies hier sind noch die von mir verwendeten
Abbildung. Ich werde mich jetzt erst von einem Masterbuilder agen lassen. Ein graues Haar hier, eine kleine Falte dort. Das Ganze versiegelt mit hauchdünn aufgetragenem Nitrolack und als Krönung neue Zähne aus einer ganz speziellen Keramik für die Verbesserung des Sustains beim Sprechen. Vielen Dank.